Mittlerweile ein alltägliches Bild. Ein Güterzug mit einer privaten Lok. Einfahrt in Lauffach im Spessart. Der lange Zug bekommt hier eine Schiebelok, denn alleine schafft die 185 es nicht über die Spessartrampe. Heiko Woltaske hat schon auf den Zug gewartet. Er ist Lokführer bei der Mittelweserbahn, die hier eine alte E94 für den Schiebedienst stationiert hat. Sie stammt von den österreichischen Bundesbahnen und wurde dort als 1020041 bezeichnet. Bei der Reichsbahn trug sie die Nummer E94103. Was machen wir jetzt hier alles? Wir haben den Stromabnehmer gehoben und schalten jetzt den Hauptschalter zu. Als nächstes wird der Kompressor zugeschalten und die elektronische Steuerung. Wir testen, ob die Druckluftbremse funktioniert. Und ist alles okay, ja? Alles in Ordnung, jawohl. Wir bringen sie über den Berg. Unter diesem Motto bietet die Mittelweserbahn, kurz MWB, den Schiebedienst an. Mit diesem über 60 Jahre alten Fahrzeug. 1943 von der AEG in Berlin gebaut, jetzt im Farbkleid der MWB unterwegs. Ohne zu kuppeln macht sich die Fuhre auf den Weg. Aber für diesen Dienst an der Spessartrampe ist sie eigentlich sehr gut geeignet. Wir schieben mit maximal 60 km/h und aufgrund ihrer 6 angetriebenen Achsen ist die Lokomotive auch gut in der Lage, ihre Kraft auf die Schiene zu bringen. Also für den Schiebedienst ist sie sehr, sehr gut geeignet. Die Mittelweserbahn nutzt hier eine Marktlücke. Die Spessartrampe ist der direkte Weg von Frankfurt am Main nach Würzburg. Selbst neue E-Loks können einen schweren Güterzug nicht allein über den Berg ziehen. Die Bahn ist nicht bereit, der privaten Konkurrenz über den Berg zu helfen. Das macht nun die MWB mit diesem alten Krokodil. Doch im Fuhrpark des 1999 in der Nähe von Bremen gegründeten Unternehmens gibt es auch moderne Lokomotiven, wie diesen Taurus, der im Bahnhof Stendal rangiert.
Als die MWB vor 8 Jahren als Ableger der Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen mit einer Diesellok anfing, konnte sich niemand vorstellen, dass einmal 45 Loks mit blauem Anstrich und Firmenemblem in ganz Deutschland unterwegs sind. Gründer und Geschäftsführer Hans-Peter Kempf ist stolz auf die Geschäftsfelder, die seine Bahn erschlossen hat. Wir fahren einmal ein Wagenladungssystem, also das sind Güterzüge, die Waggons zusammensammeln an verschiedenen Knoten und verteilen. Das geht praktisch von den Häfen bis nach Österreich runter, wobei wir da die sogenannte Banane fahren. Also man sagt das so, das sind Seehäfen, Ruhrgebiet, Rhein-Main, Nürnberger Raum, München nach Salzburg runter. Und der andere Bereich sind sogenannte Ganzzüge, AB-Relationen, die hier zum Beispiel von Stendal auch abwechselnd gefahren werden, nach Kehl zum Beispiel oder nach Nördlingen. Oder auch wieder nach Österreich rein. Stolz darf man sein auf das bisher Erreichte. Die MWB hat auch Zeichen gesetzt. Als erste private Eisenbahn finanzierte sie mit dem Kauf eines Taurus eine Neubau-E-Lok. Sie ist heute der Leistungsträger im Unternehmen. Ein weiteres Standbein der Mittelweserbahn, Bauzüge. Sie bringen Material wie Schwellen, Schienen oder Schotter, eben alles, was zur Streckensanierung gebraucht wird. Davor oder dahinter Dieselloks der MWB, wie hier in Gau-Algesheim in Rheinland-Pfalz. Es ist eine V100 oder besser gesagt eine ehemalige 213 mit Stahlstreckenzulassung, die hier den Bauzug schiebt. Ein gutes Dutzend V100 gehört zum Bestand der MWB. Mitarbeiter stehen heute bei der Mittelweserbahn in Lohn und Brot, Tendenz steigend. Lokführer werden dringend gesucht. Wie wir schon hörten, gibt es mittlerweile 45 Lokomotiven. Doch die schaffen das Auftragsvolumen schon lange nicht mehr. So ist diese rote Foslo-Diesellok angemietet und mit MWB-Personal besetzt. In Stendal ist sie mit einem langen Holzhackschnitzelzug auf dem Weg. Der Zug ist so lang und schwer, dass am Schluss der Taurus beim Anfahren helfen muss. Den Wettbewerb mit der großen Bahn sieht man in der Eisenbahn aus dem Norden recht locker. Wie im Comic bei Asterix und Obelix. In Bruchhausen-Vilsen mit unseren Eisenbahnen sind wir sowas wie die Gallier unter den Römern. Die Römern können wir ja nicht bezeichnen, aber sie haben rote Lokomotiven. Der MWB Taurus 1116-911 macht sich in Stendal auf den Weg. Wieder liegen hunderte von Kilometern vor ihm. Ein wachsendes Unternehmen auf Erfolgskurs, hervorgegangen aus der ersten Museumseisenbahn Deutschlands in Bruchhausen-Vilsen. Da bleibt nur zu sagen, Hut ab und weiter so.